Norbert, wir haben jetzt ein kleines Problem in der Rangordnung. Das ist halt mein echtes Kind. Du bleibst trotzdem für immer mein Sohn. Ich war beim Bürgermeister oder Bundespräsident. Der hat gesagt, dass der Pier dir gehört. Stimmt das? Ja, das stimmt. Aber okay, Trixie, ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen. Es sind nicht die gleichen frühen Gefühle wie früher, aber es war schön noch nicht. Wie heißt ihr denn, ihr Geisel? Puta madre, welche Geisel? Toll. Hörst du mich? Ach so, warte mal. Ich gehöre dir. Polizei-Outfit oder was? Dülle, Junge. Dülle. Da ist Sek 1. Da ist Sek 1, ja. Da ist Sek 1. Was? Da ist Sek 1, ja. Da ist Sek 1. Tischi. Ja. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Ja, okay, ich kann mich nicht umziehen mit euch. Wunderbar, Junge. Warum nicht? Mein Pep versteht mich. Steht kein Wort. 1, 2, 2. Ja, wunderbar. Das war das Erste? Fertig, jo. Au. Hau. Schuh. 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 Weg. Sie, Sek. Ein, Sie. Schuh, Sie, Wett. Ein, Zwie. Ein, Zwie. Wunderbar. Hau. Ab die. Hau. Hau, I. Ein, Vie, Ack. Hau, ein, Vie, Ack. Wunderbar. Schuh. Sek, nun. Schuh. Schuh, Sek, nun. Schuh, ein, Schuh, zwei. Schuh, ein. Oh, Sek, neu. Sek, nun. Oh ja, das Show ab. Sek nun. Pep, ja, wunderbar. Ja. Schuh, zwie, zwie. Zwie, ja. Wunderbar, Dili. Fertig. Wunderbar. Ja. Hey! Ja. Ich hab das gekauft! Kein Geld auf Kont. Verdammte Fotze, Junge! Jetzt nochmal. Was tickst du selber, Bruder? Hey. 1, 2, 2! To ein, Sek ein. Sek ein. Wunderbar, jo. Wunderbar. Sek ein. Sek ein, bebat, jo. Geht gar kein Problem, wunderbar. Sek ein. To ein. Sek ein. Warte. Dili, mein Mona, gut, Junge, bam. Ein flipper Jung. Wow, super Junge, war intelligent Jung. Quote sie auch. 1, 7, ack. Quotient intelligent. Warte. Tot zwie. Tot zwie, nu. Go. Ja. Ho. Ho. 1, 4, ack. 1, 4, ack. Ju, lange Junge. 1, 4, ack, lange. 1, 4, ack. 1, 4, ack. Wunderbar. 1, 4, ack, ho. Ja. Schuh sie weg. Ein, hey, was mit Hose, Mann? Das ist die richtige, die ich hab. Hau doch. Ein Viehack, ein Viehack. Ein Viehack. Ach so, ein Viehack. Ein Viehack. Hau. Hau zwei. Hau zwei. Null. Null. Ja. Schau. Schuh. Sek null. Sek null. Sek null. Sek null. Was? Schuh sie west, Junge. Ein Vieh. Ein Vieh. Eins, was? Ein, zwei! Verdammt, Schussi West, Junge! Was geht ab? Du bist doch kein Polizist. Die Papiere und den Schwerbehindertenausweis raus. Ich glaube, ja, er redet mit dir. Komm, ich mach nochmal drei Augen zu vor Weide, Junge. Okay. Scheiße, die falsche, Junge. Ja, was geht, Jungs? Was geht? Hi, Theo, was geht? Was geht? Wir sind die Bullen. Ja. So, was geht? Theo, Locke und Bruno, passt mal auf. Ja, komm mal schnell zur Seite kurz. Komm mal mit. Müssen wir ein ganz kurzes Gespräch führen, ja? Das ist ganz wichtig. So, einmal die Ausweise, bitte kurz. So, einmal bitte uns alleine lassen, das wäre ganz nett. Sekunde kurz, ich mach kurz eine Kontrolle, ich zeige den Jungs kurz, wie es geht. Top Secret. Sie sind zu schnell gefahren. Ja. Aber ich bin noch gar nicht gefahren. Sarah Font, wunderbar. Einmal bitte 50.000 Euro. Schnell. Die habe ich gerade leider nicht auf Tasche. Ja. Wunderbar, danke schön. Da müsst ihr Können Sie weiterfahren, habt ihr das gesehen, so, Jungs? Wir müssen einmal mit den Polizisten hier komplett alleine sprechen. Ganz wichtig, das dauert nicht lange. Macht, dass ihr Land gewinnt, sonst sperre ich euch alle ein. Geh weg von meinem Bier, Junge. So. Folgendes. Der Herr hinter dir, Theo, ist Biggie Smokes, mein Chef, ja? Der mit den Dreadlocks. Ja, genau. Das kenne ich doch. Hallo, Du bist doch... Gigant oder nie? Gigant, nein. Ja, hey, natürlich. Wer ist das denn? Ich bin Biggie Smokes, mein Name. Gigant, Junge, steuerbefreite Insel, Geld sparen, Dili.
Ich weiß nicht, wer dieser sein soll. Ich bin Biggie Smokes, mein Name, gell? Yeah? Gut, weiter, Junge. Die Dame nicht lauschen, das ist ja ein privates Gespräch unter Polizisten. Entschuldigung, ich hab meinen Freund verloren. Ja, ihr Freund ist aber wahrscheinlich nicht hier. Der ist da hinten hinter der Mauer. Mensch, sei doch happy und feier den Tag ab! Ja, okay. So, ja, jetzt zur Sache. Folgendes, passt auf. Ich hab das Ding der eigenen Familie abgekauft für euch, okay? Ja. Und es ist aber höchste Priorität, und da bitte ich euch wirklich, das sehr, sehr ernst zu nehmen, dass niemand davon Wind bekommt, dass ihr die von uns gekriegt habt. Beziehungsweise wer denn zum von Beispiel mir. Nicht? Wer darf niemand. Zum Beispiel nicht? Niemand. Niemand, einfach niemand. Was wäre am allerschlimmsten? Der Tod. Richtig. Danach ist unsere Familie am Arsch hier in der Stadt. Wirklich. Und Locke, wir sind lange Freunde, deswegen vertraue ich dir da. Zu 100%. Nicht verstanden, gar nichts. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Problem, dass Theo und sein lernbehinderter Sohn das schon gehört haben. Ob ihr das Ding verliert oder nicht, ist mir egal. Ich will nur nicht, dass die Leute wissen, von ich weiß doch nicht mehr, wer ihr seid. Ich weiß nicht mehr, wie eure Gruppe heißt. Sehr einfach gute her. Antwort. Ihr so, einfach her, Bruder Herz. Die Grauhaarige, das werden wir nicht vergessen, Bruno. Na, kein Problem, so. Brother. Die Grauhaarige, Junge, lange und gut, ja, gepflegt. Ja, das hab ich, das sind meine Rashes. Bruno? San Quentin. Bruno, du hältst auch deinen Schnauze, ist klar. Und was zahlt ihr denn? Was zahlen wir denn? Ich hab die Pistole bezahlt, verdammt. Ich krieg auch noch eine. Biggie Smalls. Biggie Smokes, mein Name, ganz genau. Smokey Smalls. Biggie Smokes, ja? Yeah. Hey, Chef, hör mal zu, hast du Auftrag für uns oder was? Zur Zeit nicht, aber wollt ihr das? Komm, hör auf, du hast da irgendeinen, den du weg haben willst. Bisschen Kohle, wir machen's. Nee. Eine Knarre also, brauchen wir noch. Hab dich schon. Locker. Biggie, hör mal zu, bevor du jetzt anfängst zu stottern, ich bin locker, Mann. Und Theo, kannst du einmal mitkommen? Auftrag, Mann. Yeah. Ich bin immer lustig drauf und so, weißt, aber ich bin gerade in der Familie. Natürlich, und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass keiner erfährt, dass ihr die von mir habt. Biggie. Du Drecksau. Gib her. Ich hab sie schon locker gegeben. Ja, ich hab der das eine Ring schon eins. Mit Munitionspaket. Ich hab die selber gekauft, nur für euch. Die zwei, Junge. Gib mir noch eine jetzt, Junge. Ich hab keine mehr. Schon schrei ich hier. Ich hab wirklich... Help! Theo, wirklich. Hilfe! Ey, ich hab die nicht, ey. Hilfe, Bruno! Nein, wirklich. Help, okay. Die graue Mann! Nimm das ernst, was ist los? Was ist passiert? So. Nichts passiert, okay. Alles gut. Yeah. Und viel Spaß. Ja. Super, ja, danke schön. Freunde, ich sag, Junge, einen Auftrag Ding raus. Uns, aber wir haben zurzeit nichts zum Auftrag geben, weißt du, wie ich meine? Hör doch auf, Biggie. In der Zukunft sehe ich uns da. Jungs, was machen wir jetzt? Was ist jetzt Ihr Auftrag hier, Jungs? Wir werden das jetzt erledigen, Jungs. Wir quatschen einfach. Die OGs Kinderbande. Nein. Okay, bis dann, ja? Ciao, Männer. Haut rein, ich wünsche euch was. Weißt du, Theo, Bruno, Abflug kommen. Ciao. Also tschüss, Jungs. Ja, bye. Pass auf dich auf, Brenner. Tschüss, ihr Fotzen. Ey, was soll ich denn hier? Wer bist du, Junge Haupt? Und brauchen wir Abmarsch, Junge. Hör mal zu, wunderbar. Ey. Ich bin ready, Jungs. Wir können. Mofa-Bande los. Wunderbar. Holt euch den auch noch. Holt euch die auch noch, die andere. Holt die auch noch, Junge. Brauchen noch ein paar Motorrad, Junge. Runter, die Bulle ist da. Bleib still. Wunderbar. Bruno! Kollege Helm, bleib stehen! Bruno, Mann. Steig auf! Bleib stehen hier! Komm rauf, Bruno, spring rauf bei ihm! Aufsteigen, Junge! Aufsteigen! Guck mal, Bruno, weil du so lange brauchst! Verdammte Kacke, Junge! Bruno, komm, lass den! Was ist hier los? Bruno! Abgerätet. Wir brauchen noch. Komm doch jetzt! Wir haben nicht mal Geld für ein neues Motorrad! Bruno, nimm dir doch ein Motorrad, Junge! Nimm dir doch ein Motorrad, Junge! Motorrad! Jetzt zieht die ärmsten Penner der Stadt an! Dann mein Sohn wieder, Junge, die Lernbehinderte! Weg mit dir! Upsala! Bruno, nimm doch ein Motorrad! Er ist vors Motorrad gelaufen, dein Kollege! Na hey, Jungs, hört mal zu, ist doch klar, was wir jetzt machen müssen! Jetzt geht's los, Jungs! Komm mal mit, schnell hier, Besprechung! Besprechung! Also, die haben uns jetzt die Waffe verkauft. Was machen wir? Wir gehen natürlich jetzt zum Kali-Kartell und sagen, dass die Waffen hier verkaufen. Wir scheißen die erstmal an. Natürlich, Junge, das ist ja, ein Fanalgemove. Wie hieß der? Biggie was? Biggie Schmall. Ja, genau. Biggie Schmall, Junge. So eine Drecksau, Junge. Die Grauhaarige habe ich gefressen, Junge. Ja. Hast du zwei Waffen jetzt? Gib mir ein. Nein, wir sagen, die haben uns eine verkauft. Wir sollten das aber auf keinen Fall dem Kali-Kartell sagen. Genau so sagen wir denen das. Ja, wir brauchen für die Optik noch ein Motorrad für meinen Junge. Ja, wir holen eins jetzt. Alle die kommen. So. Die ich kommen. Hab einen bei Divif. Schieß eine Runde. Hol dir das runterholen. Runterholen. So, Polizei. Das ist der Fall. Ja, Moment, ganz kurz. Sekunde, wir haben auch eine Frage. Zuerst habe ich aber eine Frage. Wer von Ihnen ist der Herr Theo? Könnte mich jemand vom Motorrad runterschmeißen?
Ich komme hier nicht runter. Ich mach ja, mein Vater, da, um Gottes Willen, was wir kicken. Natürlich. Versuch's mal. Kein Problem. Jungs, los! Sind soweit. Wunderbar, komm. Und los. Komm, fahr doch, Jung. Warum fährst du nicht mit dem Motorrad, Junge, du Idiot? Verdammte Kacke, Junge. So viel Blödheit, Junge. Wunderbar, Junge. Wunderbar. Wo ist die Junge wieder, die Lärmbehinderte? Mann. Verdammte Kacke. Ja, ist da. Wunderbar. Was könnt ihr nicht machen? Und los, komm mit. Nimm die Alte mit. Wir fahren. Ab zu Alkali. Ab zu Alkali. Alcatel, Junge. Abfahrt. Alkali. Batterie. Was ist denn jetzt passiert? Was wollt ihr, Junge? Vollgas, komm. Es ist der Blöd zum Aussteigen. Fahr weiter. Affe weiter. Lass euch nicht irritieren, Junge! Lass dich nicht irritieren! Weiterfahren! Verdammte Kacke, jetzt reicht's mir aber hier. Verdammte 500 km/h Moped. Wo bist du hier? Hey! Ah! Wir waren auch zu Fuß. Ist es fast auf dem Auto. Ist es kaputt, Junge? Warum denn das? Ah! Ah! Hey, runter von meiner Scheißkawasaki, ansonsten rast dich aus! Natürlich. Natürlich, soll doch deins bleiben, natürlich, komm wir fahren. So. Und jetzt reden wir beide mal. Warum zur Hölle klaust du meine Kawasaki? Ich war die ganze Zeit nett zu dir. Gib mir mal erstmal deinen Ausweis, Junge. Nee, du kriegst gleich was ganz anderes, Kollege. Kauka. Sind Sie der Herr Theo? Kaukanut, Frau, gib Gas, Junge. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Aber er wollte eigentlich nur was Cooles. Kann mich am Arsch lecken, was die will, Junge. Aber der hat was Cooles vor. Auf die Alte ist immer noch vor. Ach so. Gib ihm eine Chance. Der okay. Will eine Bar. Ah! Oh. Verstecken, Junge. Also, du bist das, Bruno. Wo ist die? Bruno, was machst du denn? Was war du mich? Um? Das kann doch mal passieren. Ist ja nicht passiert, Frau. Ist doch dein Kind. Reg die ab, Junge. Komm, was ist mit der Frau? Die muss auch hier. Jetzt habe ich die Frau am Hals. Ja. Steig rein. Soll ich wieder gehen? Nein, du musst jetzt mit. Das ist deine Mutter. Steig rein. Hallöchen. Geht nick. Dein Reifen fehlt. Jungs, ich fick euch gleich. Steig raus hier. Ja, ja. Oha. Mich verarschen? Ja, wenn sie das... Bumm! Drecksau, Junge. Dann hilft uns das, ey. Verstecken, Junge. Schnell verstecken, Junge. Verdammte Kinderbande wieder. Was ist denn passiert? Ah, die unschuldige Ex. Ja, kann mal passieren. Die wird schon gleich einer wegtragen, ein Jäger. Oder die Straßenreinigung. Ich hab das so gern gehabt früher. Wenn du mich nach dem Kacken gelegt hast. Das war schön. Darum machen wir die Schweigeminute. Ave Maria, will you call my name when I see you in heaven? Aber jetzt muss ich weiter. Sorry wegen der Frau, der war es, hat mein Auto geklaut. Wer hat dein Auto geklaut? Schuld, Kollege, du klaust ein Auto und du klaust Motorräder. Du bist schuld. Ich bin ein Bulle, Junge! Das ist mir doch scheißegal, trotzdem kannst du keine Karre klauen. Schießt, dass ich das kann, Junge! Hallo, hören Sie bitte auf, dass ihr habt meine Frau, ihr habt das geschmolzen! Die Frau war im Wege, ich fahr da zurück. Wo ist mein Kind? Wir helfen dir. Dein Kind ist tot. Aber komm, wir helfen dir. Wo ist mein Kind? Auf der Autobahn, folgt mir. Revenge, Junge. Da liegt das! Das tut mir wirklich leid wegen deiner Frau, das wollte ich nicht. Nein, nein, die rufen jetzt ein Diss, guck mal, wie dir das liegt! Ich wollte es doch gar nicht, hallo. Verdammte Drecksau. Ich wollte ja, wir haben schon Display abgesendet, Mann, Alter, ey. War von cool und deine Display, Junge. Das war dein Sohn, der komische, der Räudige, der war Wer das. Kommt denn jetzt? Oh ja, Gott sei Dank. Natürlich die Notärzte. Komm, dann ruf die Bullen an, meine Kollegen anrufen. Ruf die Kollegen an, Junge, ich hab kein Handy. Warum, was denn passiert? Guck mal da, die zwei haben gemördet. Mir wurde mein Fahrzeug geklaut. Und die Drecksau. Ich weiß nicht, ob es ein Schuss ist oder... Dingeltangelbo war's, Junge. Also, schauen Sie bitte rein. Dingeltangelbo. Dem Jungen anschießen, habe ich vor aus getroffen. Und deren Ziel hier. Kann man denn aus Versehen jemanden anschießen? Ja, nee, ich wollte ihn fahren das Auto, fahren das Auto, man kann man nicht ändern. So, Jungs, erste Einschätzung. Macht die Autos oder geht's nicht? Potenzial ist zurzeit noch kritisch. Reagiert noch nicht, aber... Oh, schade! Adrenalin?
Schade, okay, danke schön trotzdem für euren Versuch. Hat sie es geschafft, Gott sei Dank. Habe ich doch gewusst, ja, Gott sei Dank, mein Engel. Dortmund, wie geht's Ihnen? Wie schön, dich zu sehen. Mir geht's ganz gut. Mein Kopf tut ein bisschen weh. Guck mal, der rennt mit die Waffe rum, damit hat er die abgeknallt. Nein, beruhig dich. Vielen lieben Dank. Die haben dich abgeknallt, hier deine Freunde, Junge. Dingeltangelbau und deren Ziel. Können Sie dir damit kurz noch ein bisschen Luft lassen? Komm, Frau, komm mit mir, die hat Luft, komm, die Brust ist groß, der Brustkorb ist da, komm, Schatz, steig auf. Ja, ich muss was essen. Feierabend. Oh Gott. Okay, ich muss auch was essen. Ich muss dringend was essen. Ich will nicht weiter behandelt werden. Wie geht es? So, erst mal nimmt sie die Hände hoch. Jetzt, Theo, hast du was zu essen? Ich muss dringend was fressen, Sekunde noch. Gegen ärztlichen Rat. Der Herr hier, Hände hoch. Junge, warte mal eine Sekunde, ruf doch mal die Bullen an euch. Ess doch gerade, Junge, was ist denn mit dir? Direkt danach machst du die Hände hoch, bitte. Hast du dann was zu essen? Ja, aber das geht nicht bei mir, leid nicht auch. Hast du jetzt gegessen? Ja, heute ein bisschen schwierig. Da geht nichts bei mir, ich verrecke gleich. Nimm die Waffe runter. Ich verrecke, nimm doch mal die Waffe runter, Junge. Bist du von der Gummibärenbande oder was, Junge? Ich kenne nicht bei mir. Vielleicht ist dein Essen schlecht, ne, mein Burger. Ja, ist doch gut, dann lass den Mann kurz reden. Hallo, ja, bitte. So, ich tu dir nichts, schon den ganzen verdammten Abend nicht. Und? Ich will dir auch nichts. Ich such dich seit 4 verdammten Wochen. Und meine Geduld ist endlos. Such weiter, Junge. Aber du nervst gerade. Ich bin es nicht. Ich will nur ein verdammtes Gespräch mit dir. Na, also, wenn du mir versprichst, dich nicht auf diese Scheißmaschine zu setzen und mir 2 Minuten zuzuhören, nehme ich die Waffe runter. Ist das ein Deal oder nicht? Ja, dann mach das doch. Ich bin doch da. Ich krieg den Döner noch nicht gefressen. Der regt sich auf wie das Arschloch. Meine Fresse. 4 Wochen. Statt sie einfach anruft. So ein Idiot. 4 Wochen will er reden, Junge. Macht auf der Straße den großen Clown. Hast du Bewegungsschwierigkeiten? Nein, wenn ich fresse, dann geht die Anzeige nicht hoch. Kannst du dich Ach so, vielleicht bewegen? Mach mal GoPro. Ist das normal? Das muss doch bunt sein, oder nicht? Einen Moment. Das ist bei mir alles schwarz. Ich fall gleich mir ist schon ganz schwindelig. Ah, das stimmt was nicht, oder nicht? Gar wenn nicht das nicht geht, dann bist du schon. Dann bist du durch. Dann bist du voll. Geht immer noch. Gibt's doch gar nicht. Wie viel Platz hast du denn in deinem Bauch? Ich habe einen Schweinemagen, Junge. Ich kann noch 12 Pizzen fressen. Ich habe einen echten Schweinemagen reingekriegt, Jungs. Mal, geht noch ein, guck. Kurz schlafen gehen. Geh mal Powernap. Ich werde dafür gelobt bei uns in der Stammkneipe, Junge. 12 Fertigpizzen hau ich rein, Junge. Ich habe einen Magen vom echten Schwein. Vom Bauer Paul, Junge. Sorry, dass wir uns jetzt auf diesem falschen Fuß kennengelernt haben. Also pass auf. Mach doch nichts, hast die Alte einmal niedergeknüppelt. Das kann doch mal passieren. Okay, pass auf. Ich war in deiner Bar, mein Freund. Ich hänge seit Ewigkeiten am Würfelpaar ab. Park ab, weil ich gehört habe, dass du eigentlich sehr, sehr wenig Zeit für deine Bar hast. Ich habe Interesse daraus, eine Jazzbar zu machen. Welche Bar? Oben am Pier. Mir wurde nur gesagt, dass sie dir gehört. Und ich habe bis vor 10 Minuten keine Ahnung, wie du aussiehst und wer du bist. Natürlich. Bis zufällig diese Dame gesagt hat, habe ich gerade Theo gehört? Und ich so, ja. Und dann hat sie mir geholfen. Da kannst du den halben Würfelpark fragen. Seit 4 Wochen hänge ich da ab. Also, die Frage ist, haben sie noch Interesse an dieser Bar? Das ist eine gut laufende Bar. Dafür muss der Preis schon stimmen. Da läuft momentan gar nichts. Doch, Junge, du kriegst das nur nicht mit, Junge. Chinesen im Hinterzimmerpoker, die zahlen gut. Ich sag dir ganz, ganz ehrlich, ich bin jeden Abend da. Ihr habt da nicht mal einen Türsteher. Oben ist Sand, unten ist Was ist jetzt? Also hast du Interesse oder nicht? Ja, natürlich. Verkauf ich dir den Bums. Ja, dann wirf mir bitte eine Zahl in den Raum. Lass mich meinen Traum verwirklichen von einer Jazzbar. Du kannst natürlich lebenslänglich mit all deinen Freunden rein trinken, saufen, feiern. Den Einsatz der Chinesen kannst du auch haben. Ich möchte nur meinen eigenen Jazzbar oben machen. Und unten ein gemütliches Café. Das mache ich doch gerne. Dann möchte ich doch dein Rudi Carell sein bei Wünsch dir was. Natürlich. Gerne doch. Wenn du das unbedingt dein Traum ist, dann will ich dem nicht groß im Weg stehen. Ja, jetzt kommt's. 150 Mio. 150 Mio. Lass mich raten. Dein Fuhrpark ist bestimmt voll mit ganz vielen Autos, ne? 4, 5, oder? Ja. Und? Okay. Das heißt, ich könnte dir nicht anbieten, Autos zu geben, oder? Das juckt mich nicht, Junge. Ihr werdet gleich überfahren. Dachte ich mir. Tabard Wohnwagen, wenn du sowas hast, Junge. Aber die gute Ausstattung mit Goldgriffen. Welche? Tabard Wohnwagen, Junge. Die Goldedition. Gibt es den noch im Import? Dilly. Ja? Weiß ich nie, ob das hier gibt in Dortmund. Ich bin vom Holland, Junge. Tabard Wohnwagen, Junge. Die, was die große Schausteller kriegen, Junge. Ausfahrbaren Teile, Junge. Wo das Wohnzimmer groß macht. Wenn du mir solche Dinge bringst, Junge. 40 Stück. 40 Stück? Ich bringe dir die 150 Mio, Theo. Wunderbar. Haben ich bringe dir die 150 Mio. Ist kein Problem. 150 Mio, soll es dein sein. Da sind Kakerlaken drin. Kein Problem. Du bist perfekt, du bist perfekt. Ungelogen, wir machen das. Natürlich. Wann? Hol das Geld schnell, ich bin noch da. Ja, du sagst, ey. Komm, Junge. So schnell geht das nicht. Brauchst du die Schlüssel auch direkt oder was?
Ich hab die 150 Millionen noch nicht, Theo. Ich muss leider dann irgendwann nochmal auf dich zukommen, aber ich bin ja ein geduldiger Mensch, ist doch kein Thema. Ich guck, wo die Schlüssel sind. Ich besorg die 150 Millionen. Kein Problem. Und dann finde ich dich nochmal. Ist eine schöne Bar. Ich weiß. Ich werde die ist richtig wirklich schön. Ich sag dir das ganz klar. Es ist wirklich eine tolle Bar. Viele Platz, die Tische, die Inneneinrichtung kannst du behalten, Junge. Ja, aber das alles Ding neu. Ist einfach halt die Kohle, ne? Deswegen, ja, die muss ich erst kurz besorgen. Gibt es ja noch weitere Interessenten dafür, seien wir ehrlich. Ja, ja, natürlich. Ich habe schon 3-4 Leute angesprochen, Junge. Hast du denen auch 150 gesagt? Nein, bei denen habe ich gesagt 200, Junge. Ich gehe bei dir runter, weil du nett bist, Tingeltangelbaum, weil du mir fast den Wunsch erfüllst, dass ich die Auto los bin. Sekunde, Telefon klingelt. Hey. Hallo? Ich hab mich lassen. Soll ich ihn abknallen? Ich hab ihn im Visier. Warte noch eine Sekunde. Ich würde ihn so gerne schlagen. Aber warte mal, komm mal her, Junge. Ja. Bobby? Tingeltangelbaum? Ich bin wie viel Geld hast du da? Jetzt gerade auf Cash? Alles. Ich glaube 55 oder so. Was für 55? Oh, Scheiße. Oh nein. Nein. Verdammt, Gag, Ju. Ach, oh meine Tessa. Ich bin ja wirklich, RP-mäßig finde ich die geil, ne? Also muss ich echt sagen, im Spiel, Theo finde ich... Oh. Hat sie wohl gehört? Hey, du bist hallo. Die Beste, ja. Ich kümmere mich gleich um sie. Kannst du dich noch ein bisschen um mich kümmern? Anscheinend habe ich hier die falsche Hausnummer gehabt. Was machst du denn da an meine Face, Junge? Ich tu die Frau gerade versorgen. Das ist aber nicht die Frau, das ist mein großer Onkel. Dann gehen Sie ein bisschen auf die Seite, dann machen wir nicht an Ihrem großen Onkel rum. Also. Junge, du bist die beste Rettungsarzt, was habe ich gesehen in meiner Karriere, Junge? Ich bin bei den Bullen. Du bist unglaublich gut, Junge. Mit wem redest du da immer? Ich rede mit mir. Ich habe auf jeden Fall eine linke Verletzung am Arm, die werde ich auf jeden Fall versorgen. Auch desinfizieren und Verband anlegen, da kommt schon die Verstärkung, aber die kommt leider zu spät. Oh, denn ich bin bei der letzten Person. Komm, dann lass doch die Maschinen aus, Junge. Die Atemwege sind zu weit. Spar dir den Akku bei der Frau. Ich sehe da auch keine Fremdkörper in Nase, im Mund und Rachen. Hallo, ich bin gerade den letzten Patienten. Niklas, hier. Du bist zu spät, Junge. Sag's ihm ruhig. Rettungsarzt, dass er zu spät ist. Da hebt uns senkt, als die Atmung ist soweit stabil. Dann werden wir gucken, ob wir die gute Frau zurück. Niklas, guck zu und lerne vom Chef unten. Hä? Wer bist du denn eigentlich? Komm, lass jetzt, stell die Frage nachher. Du siehst doch, was hier los ist. Guck mal an, dein Kollege. Ist der Vollboss. Auch eine kleine Verhärtung und das hat man dann doch im Krankenhaus. Das ist keine Verhärtung, Junge. Das ist ihr Einlegekissen von Dr. Mang. Das sind die gemachten Titten, Junge. Wunderbar. Zwei haben es leider nicht geschafft. Hier habe ich ins Koma pflegen müssen und den Polizisten hier. Das ist gut. Bist du ein Polizist, oder? Ja, ich bin ein Kopf, Junge. Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch? Alles gut, Junge. Haben Sie keine Schmerzen mehr? Die Anweisung gebe ich noch. Tickst du sauber, Junge? Vom Rettung zum Roten Kreuz, Junge. Also jetzt geht's aber los, ihr. Woher kommst du denn her, Niklas? Kann ich deinen Dienstausweis mal bitte sehen? Natürlich nicht, Junge. Gibst du hier die Anweisung oder ich? Du bist viel zu spät gekommen, Niklas. Sag's ihm, Chefarzt. Stehen hier und warten, Junge. Klär hier den Fall auf. Der soll mal die Kinder, aber der ist nicht tragbar fürs Krankenhaus. Pass auf, wir waren zuletzt stehen geblieben, dass du meintest, du kannst die Bar haben für 100 Mio. Tickst du nicht sauber. 150 und das ist viel zu billig. Stimmt. Und das ist viel 150. Zu billig. Ich überleg's mir nochmal. Ruf mich morgen an. Ich hab doch deine Nummer nicht. Wieso? Ich lass mir doch nicht so eine 100-Mio-Nummer hier machen, Junge. Ich kann mich gerade nicht um sie kümmern. Ja, ich bin da, mir tun alle Knochen weg. Kümmer dich schnell. Wie heißt du denn, Arzt? Johnny, wo haben Sie denn noch Schmerzen? Ah, Kniebereich. Okay, können Sie sich mal bitte hin? Kannst du mir aber auch genau sagen, was ich da habe? Mal genau den Meniskus einmal lecken? Gucken und schmecken? Können Sie sich bitte mal kurz hinsetzen? Natürlich. Dann kann ich das bisschen... Ah ja, ist wunderbar. Können Sie ja vielleicht noch die Hose ausziehen oder so, dass ich da... kontrollieren kann, dass ich da besser rankomme, ansonsten muss ich aufschneiden. Sekunde. Haben Sie auch sonst Geld ausgegeben? Sekunde, ich mach das Hose aus, natürlich nicht lasst. Guck mal, dass das ihr Ding. Ist ja nett. Ja, aber dass ihr Dingetangelbau nicht guckt. Ich bin wegen meinen zu dicken Waden, habe ich irgendwie ein kleines Problem, weißt okay, du? Okay, dann bist setz du Arzt? Doch mal hin. Kannst du mir auch einmal die Frau zurückziehen und gucken, woher die ganze Eichelkäse kommt? Das gut, kann ich komm. Eventuell gleich tun, aber Sie müssen sich da hinsetzen und hinlegen, genau. Also, Sie haben gesagt, Sie haben auf jeden Fall erstmal im Beinbereich eine Schmerzen. Ah ja, dann tut's wenig. Wie heißt du nochmal? Joan Boy? Johnny, genau, Johnny. Da tut's weh, was ist das denn?
Das muss ich überprüfen. Also taste es mal ab. Das sieht für mich jetzt nicht nach gebrochen aus. Da muss man auf jeden Fall mal nachschauen, ob das soweit in Ordnung ist. Gut, ich würde auf jeden Fall mal kurz stabilisieren. Was ist denn das für ein Knochen da? Das ist wahrscheinlich der Unterschenkelknochen. Die Hände mal hoch. Oh. Was die Kollegen, ist gerade ein Polizist runtergeflogen links. Liegen. Kannst du den wieder versorgen? Niklas, kümmere dich mal, Mensch. Der Niklas dann ist aber auch nicht der Hölzte, sag ehrlich, Johnny. Kurz ihre, wie sie gesagt haben, ihre Vorhaut zurückziehen. Oh ja. Und da sehe ich doch schon eine deutliche Ansammlung an Eichelkäse. Das würde ich dann empfehlen, ihn beim Arzt dann zu behandeln lassen, wunderbar, der zuständig ist. Wunderbar. Und ja, dann Dankeschön, Johnny. Dann können Sie dabei mal aufstehen und dann gebe ich Ihnen Ihren Kollegen hier. Ja, da ist doch endlich der Kollege eingetroffen. Wunderbar, Dankeschön, Johnny. Grüß dich. Hey, Theo, willst du mich verarschen, Junge? Hä? Wieso? Ja, ich höre es direkt an deiner Stimme. Was, das ist Amtsanmaßung, was du da machst. Was für Amts? Das ist doch kein Maßanzug. Du bist kein, ja, du machst dir ein Amt. Ich komm doch vom Karneval. Ich bin doch gerade, habt ihr das nicht mitgekriegt? Am Bier haben wir doch heute Karneval. Hier war ein Riesenunfall. Ihr seid zu spät, wir haben angerufen. Hey. Karneval war vor 5 Wochen. Zieh die Scheiße jetzt mal aus, Junge. Natürlich. Wunderbar. Guck mal. Wenn ich dann mit heute nochmal sehe, zieh ich dir die Ohren lang, Junge. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Jungs. Und trink nicht immer so viel. Heute habe ich nicht getrinkt. Heute habe ich nur gekifft, Junge. Ja, da hörst du dich auch an. Holländische Zigarette, oder? Ja, wunderbar. Jungs, wenn es Probleme gibt, sage ich Bescheid, ja. Was ist hier mit deinem Kumpel, Junge? Der hat das Bein gebrochen. Wem? Wo? Ja, da vorne. Zeig das mal. Das ist kaputt gegangen, das Bein. Kenn ich gar nicht. So, alles gut. Die Feier war wild, ha? Kostümball. Ja, Kostümball, das habe ich denen gesagt. Die glauben das auch nicht. Also, ganz kurz. Wir hatten vorhin schon zwei Bürger bei uns in der Polizei, die sich über euch beschwert haben. Wenn ich euch heute nochmal mit einer Polizeiweste sehe, dann hat der Arsch Kirmes. Da fliegen nachher Kokosnüsse. Wer war das? Hast du das verstanden? Ja, aber wer war das? Wer hat das gesagt? Ja, ich weiß nicht, wer die Leute heißen. Ja, können wir einmal die Dienstnummer, bitte? Von wem? Von Ihnen? Von euch, vom Schwerbehindertenausweis. Die Nummer einmal, alle Mann. 25, Junge. 69. 69? Ja, normal. Dann haben wir die Nummer ist Programm, mein Freund. Wunderbar. Dann geht sie ab. Hey, pass auf, ich lasse euch das heute so einmal durchgehen. Aber nochmal mit Polizei, wenn ich euch nochmal sehe, dann kommt ihr mit. Wir haben doch aber das natürlich nie. Aber warum kann man die kaufen? Hier, bitteschön, da, 69. Zieh dir was anderes Tommy an, Bautzmiske oder so. Ja. Da steht deine Dienstnummer nicht drauf. Steht nix, da steht 2030, Junge. Ja. So, und jetzt ab. Kann ich so, aber wenigstens so. Nein, überall, wo die Zeit drauf steht, ist da nix. Ja, den Affen solltet ihr mitnehmen. So, ihr geht jetzt da vorne weiter trinken. Und das siehst du auch raus. Dülli. Ich komm da gleich kontrollieren, wenn ich da weißt mal Polizeiweste oder so sehe. Nein, das wird dann machst du Ärger, Junge. Wird nie was passieren. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ich bin Soldat. So, und jetzt Abmarsch. Geht weiter feiern. Komm, Affe, wir gehen, Liebe. Da dann. Also tschüss, ihr Penner, komm, wir gehen. Ich hab einen Arzt getroffen, der war top, Junge. Der kennt jeden Muskel, Schließmuskel. Der so, hat mir die Frau zurückgezogen. Die sind außer Sicht weiter und und los geht's. Ich häng in den Baum, Junge. Was ist denn jetzt los hier? 2:34 an 21:12. Oh, Officer Van Alke, sind Sie bereit für den Dienst heute? Natürlich, Officer von Monkey, Affe Junge. Sehr gut, auf geht's. Raus! Hallo. Ja. Aussteigen. Aussteigen. Hinterher. Die nehmen uns für voll, die nehmen uns für voll. Jetzt reicht. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Einmal Mutter ausstellen bitte. Guten Abend, die Herrschaft. Wunderschönen guten Abend. Einmal die Papiere, kurz gucken, Prüfstand. Sekunde. Kurz Prüfstand gucken. Warte, alles gut. Hey, kurz Prüfstand gucken. Alles gut, die Waffen Hände weg. Hoch, oder Prüfstand. Prüfstand gucken. Dezibel, steig ja, aus. Kollege, Kollege, steigen Sie bitte aus. Prüfstand. Wir deeskalieren hier die Situation. Steigen Sie aus, Herr Kollege. Jungs, steigen Sie aus, Mann. Jungs, nimm die Waffe runter. Nochmal tickt die richtig. Wir machen jetzt Dezibelmessung. Einmal bitte der Fahrer einsteigen. Auto auf, einsteigende Fahrer. Nochmal tickst du richtig. Nimm die Waffe runter. Ich rufe die Kollegen. Ja. Auf die Kollegen an. Was für eine Kollege, Mann.
Ja, heb die Hände auf, verdammte Scheiße, Mann. 274 an 71,5. 71,5, 74. Bombe. Einmal Verstärkung. Nimm die Waffe runter, Junge. Willst du den Polizisten umbringen oder was? Alles nimm die Waffe runter! Wir wollten eine Dezibelmessung machen, Junge. Alles gut, ihr könnt doch weiterfahren. Hab dich nicht so, Mann. Ist darauf zu heulen, Junge. Hab dich, du musst doch nicht durchziehen auf uns, Mann. Hände hoch. Doch keine Hände hoch, Junge, Freund, Zivilist, Junge. Die Hände hoch, Mann. Du sollst die Hände hochheben, Mann. Toto und Harry, Verkehrsdelikte, ja. Und Tuna und Racing. Erkennt ihr uns nicht wieder von Kabel 1? Von was? Wir sind für Typen, wo ich genau die Verstärkung ist da. Wir gucken uns mal die Kamera an. Die Verstärkung ist da. Die Verstärkung ist da. Wunderbar. Nehmt die fest. So, nimm die Hände hoch. Ja, natürlich. Wunderbar. Dankeschön. Super, dass ihr da seid. Jetzt gibt's Holländisch. Die Zivilpolizei. Die Zivilpolizisten sind da. So, Jungs, die sind, ihr könnt sie festnehmen. Erstmal die Ananas-Ding festmachen. Haut die Kabelbinde raus. Ey, das ist kein Spaß, verdammte Scheiße. Ja, nicht schießen, Jungs. Dede. Komm, einmal drücken wir nochmal beide Augen zu. Ihr könnt weiterfahren. Komm, dann macht aber. Nehmt die Beine in die Hand. Nehmt die Beine in die Hand. Beine in die Hand und Abfahrt, Jungs. Wir haben heute einen guten Tag. Wir gehen jetzt. Wunderbar. Komm, wir gehen. Toto und Harry, war schön mit euch. Kamera war auch dabei. Wunderbar. Wunderbar. Wieder schauen. Das ist meine letzte Warnung. Hände hoch. Ja, du kannst mal. Sagst das letzte Mal Hände hoch. Es knallt. Ja, hebt mal die Hände hoch, ihr Scheißbäume. So, Jungs, wir haben heute einen guten Tag. Ihr könnt weiterfahren. Ihr dürft weiterfahren. Wunderbar. Letzte Warnung. Schießen, 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 nicht schießen. Jungs. Die hören nicht, Mann, die hören nicht. Oder warum setzt du denn keine Kabelbinder an? Ja, die müssen stehen bleiben, wir stehen mit dir. Wir sind Toto und Harry. Ja, ihr habt zwei Bullen erschossen, Mann. Glaub so, wir gehen, wir haben einen guten Tag, dann komm, fahrt weiter. Ich hab mich totgelacht.